Ich begrüße Sie ganz herzlich zur ersten Coffee Lecture im neuen Jahr. Das Thema heute ist ResearchGate, Facebook für die Wissenschaft. Wie Sie vielleicht aus dem Untertitel schon entnehmen können, handelt es sich bei ResearchGate um ein soziales Netzwerk, was sich speziell an Wissenschaftler richtet. Es ist also eine Plattform, auf der Wissenschaftler Informationen teilen können und kommunizieren können. ResearchGate gibt es seit 2008 und es ist stark gewachsen in den letzten 10 Jahren. Heute hat es nach eigenen Angaben über 14 Millionen Nutzer. Und zwar Wissenschaftler aus allen Disziplinen und aus allen Ländern weltweit. Der Schwerpunkt lag ursprünglich etwas stärker auf den Naturwissenschaften. Die Gründer sind Mediziner und Informatiker gewesen. Heute sind aber wirklich alle Disziplinen dort gut vertreten. Ich möchte Ihnen die wichtigsten Funktionen darstellen. Zunächst anhand der Folie und dann anhand von ResearchGate zeige ich Ihnen direkt, wie die Funktionen dann konkret ausschauen, wenn man mit der Plattform arbeitet. Die wichtigste Funktion, zunächst mal wie für alle sozialen Netzwerke, wie auch für Facebook, ist es, ein Profil anzulegen, auf dem man sich selbst präsentieren kann, auf dem man sozusagen seine eigene digitale Identität entwickelt. Man kann also dort seine Expertise darstellen, für welchen Bereich man Experte ist. Das macht man alles in seinem Profil. Die zweite wichtige Funktion ist es, und wahrscheinlich die es am attraktivsten macht, für Wissenschaftler dort teilzunehmen, ist es, Publikationen zu teilen. Das heißt, wenn man selbst was publiziert hat schon, kann man dort Publikationen hochladen und erhöht damit natürlich sehr stark die Verbreitung und die Sichtbarkeit der eigenen Publikationen. Man hat ja eine potenzielle Zielgruppe von 14 Millionen Nutzern, wodurch die Sichtbarkeit deutlich höher ist, als jetzt eine Publikation nur auf der eigenen Homepage zum Beispiel zu präsentieren. Und man kann auch von den Publikationen der anderen Wissenschaftler profitieren sozusagen. Die anderen Wissenschaftler laden auch Publikationen hoch, die man dann selbst wiederum herunterladen kann. Eine weitere wichtige Funktion ist es, Personen zu folgen, wie man es auch bei Twitter zum Beispiel machen kann. Aber speziell bei ResearchGate kann man auch Publikationen oder Projekten folgen. Und das ist eine sehr hilfreiche Funktion, um auf dem Laufenden zu bleiben. Man kriegt dann also von ResearchGate, wenn man einer Publikation oder einem Projekt folgt, immer eine Benachrichtigung, wenn zu dem Projekt zum Beispiel eine neue Publikation erscheint oder eine Publikation zitiert wird. Immer dann kriegt man Nachrichten und kann so gut auf dem Laufenden bleiben. Das sind sicher so die wichtigsten Kernfunktionen. Darüber hinaus kann man Publikationen, die man gelesen hat, von anderen Wissenschaftlern auch kommentieren oder empfehlen an anderen Mitglieder in ResearchGate. Gerade wenn man selbst schon viel publiziert hat, ist es auch eine gute Funktion, sind die Statistiken und Metriken, die ResearchGate anbietet. Das heißt, man bekommt dann regelmäßig Informationen darüber, wie häufig die Publikationen gelesen werden oder wie häufig die zitiert werden. Man kann Fragen stellen an die Community. Wenn man zum Beispiel mit einer Forschungsmethode nicht weiterkommt, kann man die Frage stellen. Oder selbst Fragen beantworten, die andere gestellt haben, wenn man Experte zu einem bestimmten Gebiet ist. Und in letzter Zeit immer stärker kriegt man von ResearchGate auch Jobangebote, also die versuchen zuzuschneiden, zu den eigenen Interessen passende Stellen anzeigen und die einem zuzuschicken. Ich zeige jetzt mal konkret in ResearchGate, wie diese Funktionen sozusagen gestaltet sind. Der erste Schritt wäre, wenn Sie selbst noch keinen Account haben, sich zu registrieren. Wichtig dabei ist, Sie können sich nur registrieren mit einer institutionellen Mailadresse. Das heißt unigießen.de oder unifrankfurt.de. ResearchGate verlangt das, um Spam-Accounts oder Fake-Accounts auszuschließen. Wenn Sie sich aber registriert haben, mal mit so einer Uni-Adresse, können Sie später auch andere E-Mail-Adressen noch angeben in Ihren Einstellungen, mit denen Sie vielleicht häufiger arbeiten. Wenn Sie dann einen Account haben oder ein Profil, so wie ich jetzt hier schon habe, ist es am Anfang sinnvoll, ein paar Minuten zu investieren, um die Einstellungen in Ihrem Sinne anzupassen. So wie Sie es vielleicht bei Facebook auch machen, können Sie hier zum Beispiel in den Settings bestimmen, welche E-Mail-Adresse, wie ich es gerade erwähnt habe, Sie noch verwenden wollen oder welche Daten Sie wie öffentlich machen wollen. Hier können Sie also zum Beispiel sagen, die Kontaktinformationen soll jeder sehen, der auf Ihre Seite kommt, über Google oder wie auch immer, oder nur Mitglieder von ResearchGate oder nur Mutual Followers, also Personen, denen Sie folgen oder die Ihnen folgen. Das ist ganz gut, vielleicht das gleich am Anfang festzulegen, welche Daten Sie preisgeben wollen und was die anderen sehen sollen. Einfach ein paar Minuten dafür investieren, ist sinnvoll. Geht es nicht auf alle Settings ein, aber das ist ganz gut zum Start. Wenn Sie das gemacht haben, ist der erste wichtige Schritt, um sozusagen Mehrwert zu bekommen von ResearchGate oder Informationen zu bekommen, so ein eigenes kleines Netzwerk aufzubauen. Das heißt, anderen Personen oder Projekten oder Publikationen zu folgen und dann darüber Informationen zu bekommen. Da könnten Sie zum einen zum Beispiel gezielt nach einer Person suchen, Ihren Dozenten oder so, wo Sie Interesse daran haben, an seiner Forschung,
Sie können auch einfach mal nach der Institution suchen. Und wenn Sie dann hier auf den Bereich Institutions gehen, dann sehen Sie, ResearchGate versucht, alle Personen, die von einer bestimmten Universität sind oder ein Institut, zusammenzufassen. Und dann sehen Sie an der Stelle, dass schon über 3000 Mitglieder von der JLU hier bei ResearchGate vertreten sind. Also die eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass ihr Dozent oder Professor oder so dort vertreten ist. Also es ist schon eine sehr große Zahl. Sehen Sie auch, welche Fachbereiche wie stark vertreten sind auf ResearchGate. In dem Fall am stärksten die Wirtschaftswissenschaftler vor dem Psychologen und den Ernährungswissenschaftlern. Und dann könnten Sie jetzt durch Browsen zum Beispiel auf die einzelnen Fachbereiche gehen, auf die Mitglieder, wo Sie dann eine alphabetische Liste bekommen und können dann durchgehen und vielleicht die Personen, wo Sie, die Sie sich vorstellen können als Betreuer für Ihre Bachelor- oder Masterarbeit, dann einfach auf Follow klicken und dann folgen Sie diesen Personen und bekommen in Zukunft alle immer Benachrichtigungen, wenn diese Person eine neue Publikation hochgeladen hat oder ein neues Projekt angelegt hat oder ähnliches. Eine andere Möglichkeit, so ein Netzwerk aufzubauen, ist thematisch zu suchen, nicht nach Personen. Angenommen, Sie interessieren sich für das Thema Erklärvideos, Sie wollen selber eins in Ihrem Seminar erstellen oder Sie interessieren sich theoretisch dafür, können Sie auch einfach mal danach suchen. Auch mit deutschen Begriffen geht das. Und dann sehen Sie in den verschiedenen Bereichen, wie viele Treffer es da gibt. Das ist jetzt keine ganz große Menge, aber es gibt 5 Projekte und 20 Publikationen zu dem Thema. Und Sie können jetzt zum Beispiel zuerst mal zu den Projekten schauen. Und da sehen Sie schon, dass zum Beispiel auch Masterthesis oder hier Masterarbeiten dabei sind oder Bachelorarbeiten. Das heißt, es wird immer stärker auch von Studierenden schon genutzt, ResearchGate, die sich präsentieren wollen und ihre Arbeit dort darstellen wollen. Es sind aber auch Projekte von Wissenschaftlern dabei. Und hier können Sie auch einfach auf Follow klicken, wie bei den Personen, genauso bei den Projekten. Und bekommen dann immer wieder Benachrichtigungen, wenn bei dem Projekt was Neues passiert ist, eine neue Publikation hochgeladen wurde zum Beispiel. Und im Bereich Publikationen gilt das Gleiche. Sie können das durchgehen und können Publikationen, die Sie für relevant halten und spannend halten, folgen. Zusätzlich können Sie teilweise auch noch den Volltext direkt herunterladen. Wenn hier so ein Download-Button ist, heißt es, der Volltext ist vorhanden. Er wurde hochgeladen von den Autoren und Sie können den herunterladen. Das ist jetzt hier zum Beispiel der Fall. Hier geht es jetzt um ein Buchkapitel in dem Buch Erklärvideos einfach erfolgreich. Hier ist kein Volltext vorhanden. Dort könnten Sie auf diesen Button Request Fulltext klicken. Dann würden die Autoren eine Mail bekommen. Hier, Mitglied XY möchte gern den Volltext haben. Wären Sie bereit, den zur Verfügung zu stellen? Und dann können die Autoren sagen, ja, mache ich. Ich schicke ihn privat per E-Mail oder ich lade ihn hoch, damit alle ihn nutzen können. Oder nein, ich möchte nicht, dass Sie den Volltext nutzen können. In dem Fall ist es so, wenn Sie da in Just Find suchen würden nach dem Buch, wir haben das Buch als E-Book im Bestand, dort könnten Sie also auf dem Weg zum Volltext kommen. Es gibt aber auch Artikel, die wir zum Beispiel nicht oder noch nicht in Just Find haben, Konferenzbeiträge, die nicht unbedingt in den Datenbanken, die in Just Find durchsucht werden, vorkommen, die aber von den Autoren hier hochgeladen werden. Zum Beispiel dieses hier wäre jetzt nicht in Just Find zu finden. Man kann dem also folgen, es herunterladen und es ist auch noch verknüpft mit dem Projekt. Also es ist Teil eines Projekts. Man kann auch dann auf die Projektseite gehen und schauen, was gibt es da noch, was wurde da noch publiziert zu dem Thema im Rahmen dieses Projektes. Und wenn man dann weiter durchschaut, sieht man vielleicht auch, es tauchen auch Leute, die schon bei den Projekten waren, wieder auf Personen. Carsten Wolf zum Beispiel, das ist vielleicht eine Person, die stark zu dem Bereich arbeitet, dem könnte ich vielleicht auch folgen, weil er einiges dazu publiziert hat und auch ein Projekt dazu bei ResearchGate hat. Dann hat man also schon mal ein kleines Netzwerk aufgebaut und bekommt Informationen, mit denen man starten kann. Und der nächste Schritt wäre dann in dem Bereich Your Profile. Dort würde man jetzt dieses, wem man folgt oder den Projekten, denen man folgt, hier im Bereich Research Interests finden. Also ich folge jetzt in dem Fall 7 Projekten und einer Publikation. Der nächste Schritt wäre dann, sein Profil weiter aufzubauen, also anzugeben, in welchem Bereich man spezielle Fähigkeiten oder Kenntnisse hat. Das kann man hier in dem Bereich machen. Ich habe da am Anfang 2 oder 3 Skills angegeben, der Rest wurde mir dann vorgeschlagen von ResearchGate. Je besser ResearchGate einem kennt, je mehr man hochlädt, desto
besser können, sind dann die Vorschläge und man kann die dann annehmen oder ablehnen. Wenn ich jetzt hier draufklicke, kriege ich weitere Vorschläge und könnte sagen, okay, das passt noch oder das passt nicht. Und je mehr Skills und so weiter ich angebe, desto besser werden die Informationen, die ich auch bekomme von ResearchGate und desto besser genauer zugeschnitten werden die. Und der nächste Schritt wäre dann angenommen, Sie haben jetzt selbst schon publiziert, das richtet sich jetzt eher an Wissenschaftler oder Forscher, nicht Studierende, Publikationen anzulegen und eventuell auch hochzuladen. Das ist dann hier im Bereich Contributions. Da kann man hier auf Add New Article oder den entsprechenden Publikationstyp gehen und dann die Daten eingeben. Und man wird dann immer wieder auch aufgefordert, den Volltext hochzuladen. Das kann man machen, wenn man vorher abgeklärt hat, ob man die Urheberrechte dazu hat. Also das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Viele Verlage sehen das nicht so gern, wenn Publikationen bei ResearchGate hochgeladen werden. Die Rechte räumen die eigentlich nicht ein. Autoren machen das trotzdem häufig. Also Sie sollten auf jeden Fall das vorher abklären. Wenn Sie die Rechte dafür haben, dann können Sie es hier hochladen. Ich würde aber immer empfehlen, Publikationen nicht nur bei ResearchGate hochzuladen, sondern wenn Sie die Rechte dazu haben, die auf jeden Fall erstmal in einem institutionellen Repositorium, wie bei uns in der GAP, oder in einem disziplinären Repositorium hochzuladen. Dort können Sie sicher sein, dass die Publikationen auch dauerhaft verfügbar sind und archiviert werden. Bei ResearchGate weiß man nicht, das ist ein kommerzielles Unternehmen, das dahinter steckt, ob die auch dauerhaft wirklich dort verfügbar, frei verfügbar sind. Das ist dann eben unsicher. Das heißt, auf jeden Fall erstmal in einem Repositorium speichern, dann kann man es dort zusätzlich hochladen. Der Vorteil ist, wenn man es dort hochlädt, ResearchGate schickt seine Algorithmen über alle Volltexte und kann dann zum Beispiel erkennen, wo wurde die Publikation zitiert in den anderen Publikationen, die in ResearchGate sind. Das kann ResearchGate nur, wenn es den Volltext hat. Das ist also der Bereich Publikation. Hier kann man die Publikationen teilen. Wenn man mehrere Publikationen schon hat, dann könnte später auch mal der Bereich Stats, Statistiken oder Metriken interessant werden. Da sieht man eben, wie häufig die Publikationen gelesen oder zitiert wurden. Und es gibt auch einen sogenannten ResearchGate Score, einen Wert, der intransparent berechnet wird und der auch nicht so besonders aussagekräftig ist, meiner Meinung nach. Aber wenn man Interesse hat an diesen quantitativen Zahlen, kann man da nachsehen. Das ist vor allem dann für weit fortgeschrittene Wissenschaftler interessant. Interessanter ist eher, wäre dann eher im Einzelnen zu schauen, wer hat mich zitiert, also wer arbeitet an dem Thema, wer könnte vielleicht ein potenzieller Kooperationspartner oder so sein. Also nicht unbedingt, wie viele jetzt zitiert haben. Aber diese Möglichkeiten bietet ResearchGate eben auch noch. Das ist also das Profil sozusagen und die Home-Seite ist dann der Feed. Ähnlich wie bei Facebook kriegt man da nicht neue Statusmitteilungen, sondern neue Publikationen, von denen ResearchGate annimmt, dass die relevant für einen sein könnten. Die kann man dann auch folgen oder empfehlen. Dann gibt es noch den Bereich, wie ich angesprochen hatte, Questions. Habe ich persönlich jetzt bisher noch nicht genutzt, aber hier kann man eben Fragen stellen, beziehungsweise man kriegt Fragen vorgeschlagen, von denen ResearchGate annimmt, dass man sie beantworten kann. Aufgrund der Skills und Expertise, die man angegeben hat, vermutet ResearchGate, ich könnte diese Frage beantworten. Wenn ich es beantworten würde, würde auch mein ResearchGate-Score zum Beispiel steigen. Also das spielt da auch eine Rolle. Also dort können Sie Fragen stellen, wenn Sie nicht weiterkommen in Ihrer Arbeit oder so, die vielleicht dann die Community beantworten könnte. Und dann gibt es noch den Bereich Jobs, wo Ihnen also Stellenanzeigen vorgeschlagen werden, wo vermutet wird von ResearchGate, dass die für einen relevant sein könnten. So viel mal live zu zeigen, was ResearchGate kann, um einen ersten Eindruck zu bekommen von der Plattform. Wenn man erstmal dann sozusagen ein Netzwerk aufgebaut hat, muss man eigentlich auch gar nicht mehr wieder regelmäßig auf die Seite gehen, sondern man kriegt dann regelmäßig E-Mails. Ein Forscher, den ich folge, hat einen Artikel publiziert, der könnte vielleicht für dich interessant sein. Ein Forscher, den ich zitiert habe, hat einen Volltext hochgeladen. Über all sowas werde ich dann informiert und 90% oder 80% der Mails sind vielleicht nicht so relevant, aber 10-20% dann schon und die bringen dann wirklich interessante, relevante Informationen. Ja? Es wurde eine Zitation gefunden von der Publikation, ein Volltext wurde hochgeladen, der eine Arbeit von mir zitiert und immer stärker arbeitet ResearchGate auch mit so Gaming-Elementen. Also eine Publikation hat einen neuen Achievement, also wurde 50 Mal gelesen oder so und dann kann man sich das anschauen. Und man wird auch immer wieder eingeladen, andere einzuladen, Co-Autoren, weil ResearchGate versucht, sein Netzwerk immer weiter zu verbreitern und zu vergrößern. Je mehr Daten zu bekommen, desto besser ist es für ResearchGate. Wird man also immer regelmäßig gefragt, wollen Sie nicht Ihre Co-Autorin einladen, ResearchGate beizutreten und so weiter. Kann man aber auch gerne löschen und wegklicken. Damit komme ich eigentlich zum Schluss und nochmal zusammenfassend, welche Chancen bietet ResearchGate, welche Risiken stecken vielleicht dahinter. Also auch für Studierende kann es durchaus schon nützlich sein. Man kann also
die Forschung der Dozenten vielleicht besser kennenlernen und verfolgen, die auf ResearchGate aktiv sind, weil die häufig dort ihre Profile besser und aktueller pflegen als auf ihrer Homepage. Man kann vielleicht Themen oder Betreuer für eigene Arbeiten finden, später vielleicht auch dann für Doktorarbeiten oder so, auch über die eigene Institution hinaus. Eher für Wissenschaftler ist ein großer Vorteil, dass man seine Sichtbarkeit erhöhen kann und dass man sich mit Wissenschaftlern austauschen kann, eben über die Uni hinaus, weltweit im Prinzip und über Disziplinengrenzen hinweg. Das sind auf jeden Fall die Vorteile und Chancen. Andererseits gibt es natürlich auch Risiken. Es ist ein kommerzieller Anbieter. Man weiß also nicht genau, was der mit den Nutzerdaten macht. Immer mehr kommt auch Werbung, ähnlich wie bei Facebook, die einen stören kann oder nicht. Wenn man ein Profil mal anlegt und da auch Nutzen draus ziehen will, muss man das auch pflegen und regelmäßig aktualisieren. Das kostet viel Zeit. Und dann ist auch fraglich, wie dauerhaft dieser Dienst ist. Es ist unklar, ob die wirklich ein dauerhaftes Geschäftsmodell finden. Im Moment finanzieren sie sich über eben Werbung und Stellenanzeigen. Ob das aber dauerhaft trägt, ist unklar. Und es kann auch sein, dass der Dienst sich dann in 5 oder 10 Jahren wieder eingestellt ist. Und dann fragt man sich, ob das sinnvoll ist, da so viel Zeit zu investieren. Aber meine Empfehlung wäre, einfach mal das auszuprobieren. Man kann einen Account anlegen, man kann den auch wieder löschen und zu schauen, ob es einem persönlich was bringt. Und aus meiner Erfahrung kann es eben doch schon wirklich relevante Informationen bringen, die man über andere Wege nicht bekommen hätte. Und wenn man sich weiter informieren will, gibt es noch einen Artikel im Handbuch CoScience zum Thema soziale Netzwerke, wo verschiedene Netzwerke auch verglichen werden. Es gibt auch neben ResearchGate noch andere. Ich bin jetzt heute nur auf ResearchGate eingegangen. Und wenn man unsicher ist über die Frage, was darf ich überhaupt hochladen, was erlaubt mein Verlag, gibt es einen Blogbeitrag bei der TU Berlin, wo das kurz beschrieben ist. Und dann kann man sich das anschauen. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit und beantworte gerne noch Fragen.